Ich mache einen kleinen Test. Psst. Tun Sie mal ganz gut zuhören. Was hören Sie für Geräusche? Mach da mal schnell auf. Von draußen. Ich höre einen Lastwagen. Ich höre jemanden rumlaufen. Vorne habe ich noch einen Schlauch gehört, jemand das Auto putzt. Das sind alles Störgeräusche bei einem Radiointerview. Sonst bei einem Interview oder vielleicht bei einem Zoom-Meeting. Achten Sie also darauf, wo Sie sind, wenn Sie daheim sind, im Homeoffice. Oder bei mir beispielsweise das Geräusch. Von da unten. Da ist es richtig. Geschirrspüler. Und da unten an. Die Wäschmaschine lenkt alles ab. Schauen Sie wirklich, besonders beim Radiointerview, dass Sie in einem Raum sind, wo die Fenster zu sind. Die müssen zu sein. Es darf wirklich kein Geräusch geben. Wenn Sie in einem Raum sind, wo es kein Geräusch gibt, dazu gehört das Handy ganz abstellen am besten. Dann stecken Sie beim Festnetz, dass es nicht läutet. Auch nie gegen die Scheibe stehen. Weil dann gehen die Schallwellen von Ihnen selber gehen auf die flache Oberfläche vom Glas und kommen eins zu eins wieder zurück zum Mikrofon und dann gibt es Hall. Das klingt einfach nicht schön. Am besten wäre irgend so etwas im Hintergrund, zum Beispiel so ein Büchergestell, dass Sie vielleicht gegen das Büchergestell reden. Natürlich könnte man noch etwas Besseres machen mit Decke etc. Wichtig ist einfach kein Störgeräusch. Gerade im Radio, dort hat man Ihre Stimme. Sie erzählen eine gute Botschaft, wo Sie mit bildhaften Argumenten stützen. Mit der Stimme, alles andere haben wir nicht. Und jedes Geräusch ist einfach ein Störfaktor. Achten Sie wirklich gut darauf. Fenster zu, keine Maschine laufen lassen, Telefon auf lautlos und nie gegen eine flache Wand. Und alles andere, was Sie dann können sagen, wie Sie es sagen, das lernen Sie bei uns im Medientraining.